Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kerbal Space Programm. Mittlerweile gebe ich es zu, bei unserem letzten Start sind die Satelliten geschrottet worden. Ja, sie wurden geschrottet. Heißt, wir brauchen einen neuen Satelliten. Diesmal baue ich aber wirklich nur einen einzelnen Satelliten, der nicht mehr kann als Satelliten. Oder so. Ihr wisst schon. Diesmal kriegt er auch einen Computer, damit wir ihn steuern können. Das war unser Problem beim letzten Mal. Wir konnten die Dinge einfach nicht steuern und damit waren sie tot. Ja, totes Material braucht kein Mensch. Von daher auf ein neues. Ups. Diese sollten auch einen kleinen Antrieb kriegen, allerdings nur auf RCS-Basis. Es gibt ja seit der neuesten Version auch diese Monoprop-Engines. Da kriegt er einfach zwei Stück von, weil einer blöd aussieht. Und damit ist er schon steuerbar. Das sollte mir nämlich reichen. Dann kriegt der selbstverständlich wieder Solarpaneele. Und er soll natürlich kommunizieren können. Also kriegt er auch eine große Antenne. Und zack. Jo. Ich weiß noch nicht warum. Trotzdem hätte ich ihn gerne so gebaut, dass ich nachher andocken kann. Warum auch immer. Diesmal soll es keine Station werden. Aber ich baue trotzdem ein Klempotron dran. Wenn auch nur ein Junior. Einfach nur, damit wir die Chance haben, ihn irgendwo mal zu bergen. Oder eine Basis draus zu bauen. Oder sonst was. Wobei ich da noch keine konkreten Pläne habe. Das Ganze soll hochgebracht werden von einer bemannten Mission. Ich habe ja immer schon überlegt, einen bemannten Satelliten zu bauen. Aber nee. Ein kleiner soll drin sitzen. Der soll bekommen zwei Fallschirme, damit er wieder heil auf die Erde zurückkommt. Ich glaube, größer geht's nimmer. Und damit soll er dann einfach nur die Kapsel selber, beziehungsweise auf dem Ring. Nein, basteln wir noch Beinchen dran. Ein. Und davon genug. So. Das Ganze soll nach oben geschossen werden. Beziehungsweise nachher wieder runterkommen. Nein, die Beine müssen höher. Jetzt vielleicht. Nein, brauchen wir einen anderen Decoupler. Welchen nehmen wir denn da? Den da. Okay, das funktioniert so nicht. Dann brauchen wir doch größere Beine. Nehmen wir den nächstgrößeren. Die werden leicht angewinkelt. Ja, das geht noch durch. Und da sollten wir jetzt den Decoupler dran bekommen. Geht doch. Gelb zu Gelb passt auch. Hieran kommt ein kleiner Tank mit kleinen Düsen. Einfach nur für den Wiedereintritt. Ja, diesmal sollen die reichen. Vier Stück an der Zahl, wenn schon, denn schon. Und wir brauchen Strom. Vier kleine Solarzellen sollten auch reichen. Der hat ja. So, das Ganze werden wir nach oben schießen. Relativ einfach diesmal und ziemlich dünn. Diese Raketen haben bei mir die Angewohnheit, einfach nicht hoch genug zu kommen. Mal gucken, wa?
Reicht das? Ist das der größere? 200, 215 nehmen wir die. Die ist ein bisschen stärker. Jawohl. Das Ganze wollen wir unterstützen durch Feststoffbooster. Es gibt diese TT-70 Radialdekappler. Die haben den gewaltigen Vorteil, dass die das, was die dekappeln, direkt auf Abstand halten. Damit nicht schon wieder unser Gefährt Schaden nimmt. So, die befestigen wir diesmal aneinander und am Raumschiff. Aber nicht hier. Ich sage immer Raumschiff, es ist eine Rakete. Verzeiht's mir bitte. So, die kommen nämlich an die Seite, damit ich einen kleinen Fallschirm drauf bestellen kann. Einen kleinen Fallschirm drauf passen kann, der reicht für die Größe und ja, es bringt weniger Gewicht mit bei. Das Ganze stellen wir wieder auf Füße. Machen das Ganze ordentlich. Theoretisch, vielleicht, eventuell reicht das. Gucken wir mal. Nun zum Staging. Die vier Booster zusammen mit den Haken, Stützen. Und das Haupttriebwerk soll gleich mitgezündet werden. Dann die Fallschirme auslösen und die Booster abtrennen. Hauptrakete abtrennen. Die kleinen starten, das abtrennen. Und den Fallschirm auslösen. Subi. Sollte funktionieren. Hoffen wir mal. Das Ganze wieder in Kommunotron. Und auf geht's. Den will ich diesmal auch ziemlich niedrig fliegen lassen. Ich dachte vielleicht an irgendwas um die oder unter 100 Kilometern Höhe. Probieren wir es doch mal aus. Viel höher werde ich eh nicht kommen. Hoffentlich komme ich wieder zurück. Ansonsten wird wer auch immer sterben. Wer ist es? Kemlorf. Kemlorf Kerman. Viel Spaß, Kemlorf. Und... ah, da kann ich das Haupttriebwerk direkt mit rausnehmen. Ich habe doch bestimmt wieder irgendwas vergessen. Nun gut, die Batterien. Aber so viel werden wir auch nicht funken müssen. Okay, die Solid Booster, die reichen wirklich für oben. Wir sind jetzt schon bei unter 2 Kilometern, sind wir schon bei 160 Metern die Sekunde. Wir kommen hoch. Garantiert. Ist nur die Frage, wir müssen den Gravity Turn schaffen und seitlich fliegen. Ansonsten fallen wir einfach wieder zurück. 4,5 Kilometer, 5. Und immer noch haben wir genug Solid Fuel, um weiter zu steigen. Das hat sich jetzt aber auch schon erledigt. Das Haupttriebwerk wird gestartet und absprengen. Hoho. Ja gut, das mit den Fallschirmen ist so eine Sache. Drücken die Raketen wirklich direkt gegen unsere Rakete gegen. Egal, es hat funktioniert. Wir sind auf 15 Kilometern Höhe. Zeit für den Gravity Turn. 90 Grad sollten reichen. Dann hoffen wir mal, dass wir genug seitliche Beschleunigung aufbauen. Zur Not. Na, nein, die Kleinen werden nicht wirklich helfen. Es muss alles dieses Triebwerk schaffen. Wir würden, wenn wir jetzt aufhören, auf einer Höhe von 30 Kilometern landen. Reicht nicht ganz. Steigt aber noch. Wir haben schon eine schöne seitliche Beschleunigung. Ja, sieht doch mal schön aus. Also mit 235 Kilometern. Ich glaube, ich bleibe wirklich in dieser Flugbahn.
Das scheint ganz gut auszukommen. Auch wenn wir dann diesmal wirklich den Satelliten auf unserer Hauptflugbahn fliegen haben, hoffen wir einfach mal, ansonsten gibt es lustige Bilder. Irgendwann werden wir ihn schon treffen. So, damit sind wir fast schon aus der Atmosphäre raus. Ist leer, der untere ist noch zwei Drittel voll. Und wir erreichen eine Höhe von 80 Kilometern. Ich nehme den Schub komplett weg. Beschleunige ein wenig. Und bei 75 Kilometern circa werden wir pur auf seitliche Beschleunigung gehen. Was dann quasi jetzt der Fall wäre. Das sieht doch gut aus. Sprit ist noch ein bisschen drin. Müssen nur rumkommen. Das ist wirklich eine kleine Rakete. Ihr wisst, sonst baue ich immer diese riesen Trümmerteile mit 15.000 Litern Sprit, die dann wirklich noch überbleiben und in der Atmosphäre wieder verglühen. Diesmal wollte ich das nicht so haben. Ah, und da sind wir einmal rum. Und wir sind schon bei 200 Kilometern Höhe. Finde ich, ist eine ganz gute Höhe für einen Satelliten. Oder? Nein. Wir haben noch minimalen Sprit drin. Ich werde jetzt die Periapsis auf 80 bringen. Die Apoapsis dann nachher angleichen, dass wir wirklich schön niedrig fliegen. Da haben wir die 80. Gut, 81, 82 ist mir dann auch egal. Gehen wir mal eben auf Nummer sicher. Ich klappe schon mal die Stromversorgung des Satelliten auf. Ich habe sonst Schiss, dass die kleinen Paneele keinen Strom mehr kriegen. Der Tank 30 Liter zum Bremsen. Ja, das wird schon lang. Zwar bei der Periapsis gegensteuern, damit die Apoapsis näher rankommt. Das kriegen wir hin. Strom war wirklich kurzzeitig weg. Und bremsen. Viel besser. So, 82, 82. Ja, 82, 82. Ist doch schön. Hier soll unser kleiner Satellit bleiben. Der wird auch direkt abgestoßen. Beziehungsweise ganz sanft dekoppelt. Und da können wir ihn steuern. Die wird ausgefahren. Na gut, okay, das ist jetzt nicht ganz so schön. Unsere flexiblen Sonarpaneele, die einklappen, sobald sie mit der Radarschüssel in Kontakt kommen. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Aber es funktioniert. Wir können es steuern, es hat Strom. Und wir können ja mal schauen, wenn wir die anmachen. Jawohl. Wie sagte, gegensteuern. Damit kann ich sehr gut leben. Der bleibt jetzt hier. Funkt gen Erde. Beziehungsweise Kerbin. Und wir wollen wieder landen. Wo landen wir denn? Ich sehe gar nichts. Da wäre es schön, nicht wahr?
erstmal Vollgas. Nein, ich mache eine Umdrehung und lande auf der, in der großen Wüstengegend. Die Umdrehung mache ich auch nur, damit ich in der im Sonnenlicht landen kann. Dann seht ihr auch was und es ist einfach angenehmer, die Entfernung abzuschätzen. Und damit wir uns durch die Atmosphäre abbremsen lassen, muss ich jetzt gegensteuern. Natürlich noch mit dem Restsprit, der da drin ist. 16 Liter fast. Und Zündung. Gut, das war's. Davon verabschieden wir uns jetzt. Tschüss. Der Tank wird allerdings auch schon landen, sodass wir Müll vermieden haben. Sehr wichtig in der heutigen Zeit, Weltraummüll vermeiden. Wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. Und unsere Flugbahn war im Grunde auch schon perfekt, dass wir einfach ohne viel zu tun auf Land landen können. Theoretisch. Wir haben die kleinen Korrekturdüsen zum Korrigieren, wer hätte es gedacht? Wahrscheinlich werde ich sie einfach nur zum Bremsen nehmen, um sachte zu landen. Da nicht. Hier ist noch Wasser unter uns. Wir sind schon in den Ausläufern der Atmosphäre. Wir beschleunigen zwar noch, weil wir fallen, aber ja, wir werden schon abgebremst durch die Atmosphäre. Aktuell genau dort landen, wo es Tag wird. Da wir aber noch bremsen werden, werden wir wohl noch im Dunkeln landen. Upp. Ich gebe mal ein wenig Gas nach oben. Einfach nur zu sehen, was passiert. Unser Landepunkt, unser voraussichtlicher Landepunkt wird auf die Tagseite befördert. Wir haben den Sprit. Warum nicht? Und zwar wieder einmal mitten in der Wüste. Jo. Da unten fliegt unser Tank. Der bremst schon ordentlich. Und da oben fliegt der Communitron in 38,2 Kilometer Entfernung. Dem geht's gut. Und er ist kein Müll. Haben wir den Fehler doch ausgebügelt. So, langsam wird die Atmosphäre dichter. 41 Kilometer Höhe. Der Mond geht auf. Die heiße Phase beginnt. Der Landepunkt zieht sich wieder in den Schatten rein. Da können wir doch tatsächlich noch ein bisschen Gas nach oben geben. Umso länger können wir den schönen Sonnenaufgang beobachten. Nennt man das Neumond, wenn der Mond komplett schwarz ist? Ich glaube ja. Unter uns die Stadtlichter, obwohl wir keinerlei Städte haben. Ja. Nur auf diesem Planeten möglich. Und wieder ein wenig beschleunigen. Die Sonne ist aufgegangen. Ups. Wenn wir das SRS rausnehmen, werden wir uns automatisch mit der größten Reibungsfläche in Flugrichtung ausrichten. Das würde in dem Fall der Tank sein, die Tankunterseite. Ich helfe mal ein wenig mit. Das wird dann.
sehr gut steuern. Ungefähr hier sein. Moment, beschleunigen, dann bleibt es wieder ruhig. So, jetzt habe ich nichts mehr mit der Bewegung zu tun. Das macht alles die Reibung. Es wird bestimmt warm da drin. Ja, wir sehen sogar das Feuer. Und wie wir torkeln. Also langsam fängt es sich. Wenn ich das SRS einschalte, bleiben wir stur so stehen. Aber das wäre ja langweilig. Gamelove sieht ziemlich entspannt aus. Wäre ich auch. Es läuft ganz gut. Langsam wird es Zeit, uns von dem Tank zu verabschieden. Halb voll ist er noch. Beziehungsweise hat sogar noch deutlich mehr als halb voll drin. 60 von 90 Litern. Ich sag übrigens einfach mal Liter dazu. Habt ihr bestimmt schon gemerkt. Ich wüsste nicht, was es sonst ist. So, 10 Kilometer Höhe. Der Tank kommt weg. Leichte Soundbugs. Egal. Da fliegt der Gute. Wir bremsen immer noch durch die Reibung. Ich habe auch noch keine Lust, die Fallschirme rauszuholen. Das werde ich so ab 3 Kilometern Höhe machen, obwohl wir hier in den Bergen sind. Unter den Wolken. Und hier kommen die Fallschirme. 2 Stück. Mehr als genug, behaupte ich mal. 100 Meter die Sekunde. Langsam Zeit für die Beinchen. Dafür haben wir sie. Und die Fallschirme öffnen sich. Schön. Bisschen beschleunigen. Das dauert immer ein wenig. Der Untergrund ist so. Ja, sauber hätte ich jetzt fast gesagt. Keine Bäume, keine Steine. Und vor allen Dingen keine Schrägen. Das wollen wir doch genießen. Gamelove, herzlich willkommen zurück auf Kerbin. Da ist er. Jo. Das war es auch schon wieder. Wir haben den Fehler ausgebügelt. Wenn auch nur in einer einfachen und nicht in einer doppelten Form. Ich habe langsam Sprachschwierigkeiten. Deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.